Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ich habe, glaube ich, ein tolles Timing gerade erwischt, weil jetzt hier gerade irgendwelche, sorry, wenn ich es so arschig sage, irgendwelche Spacken vom Biker hier durchrasen, wieder mal durch den Ort. Ich habe grundlegend nichts gegen Leute, die Motorrad fahren. Aber dieser Krach, der dadurch erzeugt wird, manchmal, ist einfach nicht feierlich. Tut mir leid. Ich kann verstehen, dass es bestimmt geil so zu denken, ja, hey, mein Motorrad ist lauter als das der anderen. Nein. Einfach nein. Lasst es doch einfach gut sein. Nervt doch nicht die Leute mit euren Krach. Gut, aber bevor ich jetzt hier weiter damit ja, mich beschäftige, beschäftige ich mich lieber mit dem eigentlichen Thema, nämlich das, was ich ansprechen wollte. Ich werde das Spiel hier ganz kurzerhand im Schnelldurchlauf versuchen zu schaffen. Ich weiß, die Wahrscheinlichkeit, das hinzubekommen, ist gering bis geringfügig gesagt gar nicht möglich, weil mir fehlt einfach auch das Fachwissen über das Spiel, also das, was man bräuchte, um zu sagen, dass man es hinkriegt. Deswegen werde ich einfach es versuchen, so schnell wie möglich zu schaffen. Auch wenn es das dann nicht besser macht, meine Aussage. Aber, wie gesagt, um das Ganze aber auch zu bewerkstelligen, werde ich viele Sachen auf Vorhalt produzieren. Ich werde Plattformen bauen, ohne Ende, einfach damit ich, ja, auch wesentlich mehr einfangen kann, weil das Floß ja dann auch immer größer wird und dementsprechend auch die Netzfläche immer länger. So, und ja, für den Möwenei muss ich immer noch warten. Wir brauchen ja auch sowieso noch Bienenglas, Wolle, Titanbarren, keine Ahnung, wo ich Titan herkriege, wahrscheinlich, wenn ich tief tauche. Explosives Pulver brauchen wir auch noch. Dann brauchen wir Honig, genau, und das war es dann auch schon, glaube ich. Genau. Aber das sind alles Sachen, die wir sowieso auch noch benötigen. Und bisher habe ich davon so gut wie gar nichts. Bis nichts. Ne? Was sich aber ansammelt, ist Holz und Plastik langsam. Das hatte ich ja am Anfang ganz wenig Plastik. Und ja, Blätter sammeln sich auch langsam aber sicher. Was dabei aber immer viel wichtiger ist, dass wir natürlich wichtige Spots nicht vergessen. Apropos wichtige Spots, ich muss noch mal dran denken. Ich muss mir mal auf Reserve auch Anker basteln. Herstellen. Herstellen. Genau, da kann ich den Anker reinpacken. Warum stelle ich mir auf Reserve Anker her? Na, ganz einfach, damit ich notgedrungenerweise, wenn es dann mal soweit ist, ja, den einfach nur aus die Kassen holen muss und nicht erst wieder vorsuchen muss. Apropos vorsuchen muss, war da nicht noch irgendwas, was ich schmelzen wollte oder hat sich das hatte ich glaube ich ja übrig, das hatte ich glaube ich noch im letzten Part komplettiert, genau. Ja, warum das Wasser hier so durchflappt, weiß ich auch nicht so ganz. Wir haben auf jeden Fall Haifleisch. Das können wir auch direkt mampfen. Bin ich dafür, weil gerade etwas wenig bis fast nichts an Wasser drin hatten. Und ja, das sieht aus wie eine richtig wichtige Insel sogar. Warte mal. Da will ich bitte aber seitlich anlegen. Aber nicht an der Seite, warte, mach mir andere Seite. Das macht mehr Sinn, habe ich das Gefühl. Ja, komm, ich will da in die Richtung. Da ich mir gerade meinen Paddel ein bisschen kaputt mache, ist mir relativ. Was
mir nicht so relativ, das ist der Hai. Okay, da ist eine Kiste und hohe Brandungen. Okay. Nehme ich so mit. Dann wollen wir eben noch mal ganz kurz das Sortierspiel spielen und dann können wir danach ja auf jeden Fall auf die Insel. Gut. Ja, tatsächlich wieder irgendwelche unnötig laut durchfahrenden Biker hier wieder in den Ort. Ich verstehe es nicht. Ich meine, ganz ehrlich, jeder, der Motorrad oder Bike fährt, sagt mir mal ganz ehrlich eure Meinung. Muss das wirklich sein? Also müsst ihr aufdrehen, um jedem zu sagen, hier, ich habe ein lautes Motorrad. Ist das wirklich so ein Ding, dass man das machen muss? Hat das irgendwie einen Nutzen für euch? Also ich will das verstehen, wirklich mal, ganz kurz gesagt. Weil, wenn ich dann ehrlich bin, ich verstehe es halt nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht. Oder da drinnen der Sinn liegt. Jetzt habe ich die Feder noch mit, weil ich nicht so der Kiste konnte, logischerweise. Aber gut, jetzt ist auch erstmal wichtiger. Geheimnis der Insel erforschen, ob hier irgendwas ist. Gucken wir erstmal ganz oben natürlich wieder grandioserweise, weil da das Hauptaugenmerk ist. Ja, und ziemlich klar ist, wir müssen ein Lama finden für Wolle. Das muss ich nochmal kurz erwähnen. Weil das habe ich ja wieder vergessen zu sagen. Denn Wolle können wir nur bei Lamas finden. Oder an Lamas. Wo wir Bienen hingegen finden, weiß ich auch noch nicht. Da ist der Vogel. Du, ich habe dich schon einmal besiegt. Ne? Da ist ein Wildschwein. Das ärgert mich jetzt schon. Ziemlich eindeutig, da ich natürlich gucke, dass ich vom Wildschwein und vom Vogel fernbleibe. Hat das geklappt? Ich glaube. Also Wildschwein ist schon mal... Ah, hier, das Ziege könnte auch Wolle sein. Muss ich aber treffen. Ah! Ja, aber dafür ist das Fangnetz da. Ach komm, veralber mich nicht. Okay, gucken wir erstmal hier oben. Ich gehe mal von aus, wir werden da trotzdem wieder die Info kriegen von wegen, hey, hör mal, du brauchst erstmal dies und jenes. Vorher lasse ich dich hier gar nichts. Genau. Wir müssen erstmal irgendwas gefangen haben. Dafür holen wir aber diese Müllwürfel. Und solange ich nicht weiß, wie diese Müllwürfel funktionieren, aber wie ich die kriege, kann ich leider auch nichts machen. Hier liegt eine Kiste außerdem. So. Hä? Ach, kann ich tatsächlich nicht. Okay, gucken wir mal zum obersten Punkt der Insel. Kurzerhand. Weil ich nicht wieder gesagt kriegen will, ey, du hast gar nicht nachgeguckt, ob oben drauf was ist.
Und kanntlicherweise ist natürlich hier oben wieder was. Man kennt es aber auch eigentlich inzwischen, die Spots. Warum esse ich das alles schon? Ganz simples und einfaches Ding. Ich esse es, weil es geht. Hier gegen die Wand laufen. Ja, ist ein bisschen geschummelt, ich weiß. Aber ich negiere so den Fallschaden. Also, lasst mich. Gut, dann gucke ich mal, dass ich mir vielleicht ein Fangnetz zusammen knüppel. Oh. Da war ja was. Okay. Schmeckt dir Holz? Du Holzkopf. Mann, Mann, Mann. Ich krieg noch eine Krise. Okay. Ah, jetzt muss ich schon wieder. Okay. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Da, Lagerkiste. Die Rezepte kommen jetzt alle hier rein. Weil ich wette, da kommen noch einige mehr zusammen mit der Zeit. Das ist jetzt die Blaupausenkiste. Ne? Da kann ich mal das Reservepaddel reinpacken. Warum habe ich ein Paddel gekriegt, zufälligerweise? Das wäre ja lustig. Aber okay, Reservepaddel auf jeden Fall. Na gut. Genau, wir wollten uns ein Fangnetz bauen. Netzwerfer meine ich. Bolzen. Warte, ich brauche eigentlich nur hier reingucken, ne? Genau. Blub. Fortgeschrittenes Sammelnetz. Ist auch interessant. Okay, na gut. Ja, wie dem auch sei. Keine Munition. Okay. Das glaube ich ja weniger. Okay. Ach lol, ich habe zwar den Netzwerfer, aber die benötigte Munition, die daneben wäre logischerweise, habe ich noch nicht. Also auch hier wieder. Ja, wisst ihr was, ich brauche noch mal eine Kiste. 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 Seil. Herstellen.
Und ja, das darf tatsächlich hier hin. Da kommen jetzt Sachen rein, die ich zum Beispiel gar nicht benutze oder gerade momentan einfach nicht gebrauchen kann. Darunter halt das. Ich sehe gerade die Flossen, muss ich auch nochmal neu machen. Ah, egal. Ja, der Netzwerfer auf jeden Fall erstmal. Das war es dann auch schon wieder. Schade. Aber ich will eigentlich gerade das Netz. Mann, es ärgert mich. Wie kann ich das jetzt. Kriege ich das jetzt am besten hin? Ja, da muss ich schon mal einen Köder auf jeden Fall mir hinkrallen. Und dann tauche ich mal eben. In der Hoffnung. Dass es sich lohnt. Ich brauche sowieso noch Ton und so weiter, deswegen. So, nochmal hoch. Okay, das war auf jeden Fall in der Zeit. Und jetzt nochmal runter. Ist mir was gerade in den Sinn kommt. Ich lande doch eh an der Oberfläche, ne? Wir versuchen mal was. Reach a deep of 100 Meter below the surface. Okay. So, mal gucken. Ja. Ich lande eh wieder oben. Okay, meine Flossen sind auf jeden Fall hinüber. Das ist mir klar. Taucherausrüstung, Flossen. Da brauche ich ein Seil für. Und mehr. So. Und ein bisschen von diesen. Von den Seetang habe ich gerade nichts. Da ist nichts. Muss mal den Strand entlang gehen, mehr oder minder. Weil ohne Flossen schwimmt es sich etwas lahmarschig. Jetzt muss ich mal gucken, wo hier überhaupt Strand ist. Also sprich, wo dann auch dementsprechend natürlich Pflanzen wachsen, logischerweise gesehen. Was ist das denn hier? Stein. Okay, das brauche ich dann also nicht. Stein? Ja, Stein. Ich brauche auch Stein, mal abgesehen davon. Aber momentan brauche ich eher Seetang. Oder eigentlich sogar eine raue Menge. Wofür ich also auch nochmal eine Kiste anbringen könnte. Also aufbringen könnte, meine ich. Nicht anbringen. Kann ich hier durch? Ja, hier kann ich durch. So. Musste ich unbedingt
Hops gehen? Nein, hätte ich nicht gemusst, aber wie gesagt, wenn ich sowieso wieder auf ein Ding spawne, warum sich dann die Mühe machen, großartig viel Aufwand zu betreiben? Ganz komische Insel, wie gesagt. Die Großen sind immer mir am seltsamsten. Also meines Empfindens nach. Aber da ist Seetang. Na also. Und nochmal ein bisschen Ton und so. War doch gerade irgendwo. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Kein Seetang, obwohl das Seetang ist, also pflanzenmäßig zumindest. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Achso, ich sollte vielleicht. Und die Flasche ist auch schon wieder gleich hinüber. Aber dann brauche ich ja richtig viel von Seetang und alles. Oh Mann, ey. Taucherausrüstung ist richtig teuer, wenn ich das dann so richtig sehe. Zumindest Ressourcen gedacht. Mäßig, ne? Oh komm, jetzt habe ich hier nur zwei. Da vorne könnte noch was sein. Ja. Da vorne ist noch ein bisschen was. Noch mal ein bisschen Kupfer. Vorne ist auch noch mal ein Stück Metall. Bitte nicht jetzt irgendwie abschmieren. Das kriege ich die Krise bei. Das sind alles Steine, das sehe ich so schon. Weil es halt ein bisschen zu stark glänzt. Das könnte noch mal ein Metall sein. Ja, das ist auch Kupfer. Man kann es so ein bisschen rauserkennen, sag ich mal so. So, da ist nochmal Seetang. Aber das war es auch schon wieder. Da vorne ist auch noch mal welches. Da. Gut, gut, also es sammelt sich doch jetzt ein bisschen zusammen. Man muss halt nur ein bisschen um die Insel schwimmen, anscheinend. Oh ja, hier könnte noch ein bisschen richtig viel sein. Oder? Ach komm, so viele. Und dann sind halt nur prozentual 2-3 Stück, ne? So der Klassiker schlechthin bei sowas. Na gut.
Ich will jetzt gerade nichts jinxen, deswegen sage ich nichts. Ihr könnt euch aber denken, was ich glaube ich gerade denke. Dass er halt kaum eine Gefahr ist. Für mich. Oh, da kommt er doch. Ich glaube, er hat gehört, was ich denke. Verdammt. Ja, ist ja gut. Oh, jetzt hier einen auf. Ein Hai. Aber ein Hai. Hi, hi. Okay, jetzt ist ganz wichtig. Ich muss mal ganz flink. Wo ist es? Hier. Bildwort aufstocken. Okay, und ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe irgendwo einen Ersatzspeer hinterlassen mir. So, das haben wir auch. Hatte ich nicht irgendwo. Ich hatte keinen Ersatzspeer, ne? Okay. Dann muss ich mir halt einen Speer craften. Ist ja auch nicht so wild. Auf jeden Fall hole ich mir erstmal meine Flossen wieder. Und hierfür muss ich ein bisschen mehr machen. Wesentlich mehr. So, Flossen habe ich auf jeden Fall schon mal wieder. Der gute Speer wird wieder hergestellt. Einfach weil es halt praktischer ist, ne? Das mit dem Lethang, das ärgert mich jetzt natürlich schon ein wenig, dass das so wenig verfügbar ist. Wobei, wisst ihr was? Komm, ich tauche nochmal dahin. Da ist nichts, ne? Ne, da ist nur ein Hai, der mich fressen will. Gut, gut. Dann machen wir das anders. Einmal Lebensmittel mampfen. Wasser zu sich nehmen. Überschüssiges Essen wieder reinpacken. Und ja. Eigentlich kann ich ja dann doch schon wieder weg, ne? Ich meine, ich werde meinen Netzwerfer eh nicht so schnell mit Munition versorgen können. Von daher geht's weiter. Und mit der Aussage auch erst wortwörtlich geht's halt weiter, sobald ich natürlich Munition für den Netzwerfer auch habe. Ne? Also, dann geht's richtig rund mit dem Spiel. Weil ich dann ja die Bolle kriege, die ich brauche. Muss gerade kräftig gegen anschaufeln, damit ich immer noch in dieser Richtung stehen bleibe.
Einziger Nachteil natürlich, wenn mein Floß riesig wird, ich bleibe an jeder Insel hängen. Ja. Die Frage, ob ich dann immer noch es gut heiße, dass meine Netze und meine, ich nenne es mal Auslieger, rechts und links dann so weit gehen. Das ist natürlich dann zur Frage gestellt, wie fern es denn Sinn macht. Gut. Schere. Perfekt, um Wolle zu schneiden. Okay, oder wir brauchen eine Schere. Mache ich jetzt nochmal einen Ausflug auf die Insel? Nee, ich suche mir eine weitere Insel. Okay, Feuer. Also kurz geguckt. Nee, hier drunter war das, ne? Ja. Feuerkorb gefunden. Ja, wir müssen noch für den Standanker mal uns ein Ding an unser Floß aufbauen. Leiterplatine. Warte mal. Wo sind die Antennen? Ach, hier, Antenne. Dafür brauche ich drei Leiterplatinen sowieso. Ah, reicht gerade momentan nur für eine. Netter Versuch. Komm, wir kriegen die Wolle noch zusammen. Glaub daran. Auf jeden Fall haben wir jetzt drei Leiterplatinen für drei Antennen. Bald die auch mal hier drin, Schere bald die auch drin. So. Jetzt bauen wir die Antennen. Eins, zwei, drei. Und natürlich, umso höher die sind, umso besseres Signal. Deswegen.
Brauche ich auch eine Menge Holz und so. Mit geht das Sammeln los. Nagel, brauche ich ein bisschen Schrott für. Jetzt habe ich schon wieder kein Holz mehr. Na gut. Hätte ja sein können, dass da viel Holz drin ist. Okay. Hoffnung stirbt zuletzt und so, ihr kennt es. Mal geguckt, ob die zwei reichen. Ja. Nein. Ah. Hat das auch noch an der Außenseite gebaut. Da, wo ich so gar nicht haben wollte. Also. Ja. Das passt doch prima. Jetzt kann ich eine der Antennen hier hinstellen schon mal. Und schwupps ist ein Slot belegt. Die nächste kommt natürlich auf die nächsthöhere Geschichte. Dafür muss aber halt auch die Plattform dementsprechend sein. Heißt, ich muss jetzt ganz viel Baumaterial mir organisieren. Einerseits, weil ich hier vergrößern und verbessern muss, aber auch erweitern muss allgemein. Wobei, habe ich nicht eine Menge Holz? Ja. Lass ich habe ich doch aufwählen, wenn ich gesammelt gehabt. Genau. So. Du hast gelernt Weltkugel. Okay.
versucht. Aber nicht mit mir. Okay, vielleicht doch ein wenig mit mir. Wir wollen ja nicht direkt auf die Insel stoßen. So, und jetzt wieder die Antenne hin. Ich hatte nämlich gerade gemerkt, dass ich da den falschen Boden platziert hatte. Ich brauche wieder ein bisschen Holz und so weiter. Okay, Leute, jetzt wirklich. Oh Gott, schon wieder zu viele Minuten. Ich würde sagen, man sieht und hört sich einfach beim nächsten Mal hier wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein. Habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Klaus. Haut rein und ciao. Tschüss.